Habe ich eigentlich gerade Sekiro gesagt? Wir brauchen keinen Death Counter. Also wir spielen das ja jetzt nicht wirklich. Also. Es gab auch Nioh. Hab ich gesehen, dann zu spät. Ich hätte Nioh nehmen sollen. Aber leise. Ist einer von uns so leicht, nicht das mitzuzählen? Ja. Ja, da kommt im Morgen aus. Oh Gott. Ich hätte echt Mio nehmen sollen, ne? Ich bin ja mehr so asiatisch. Naja. Anmeldung beim Demon's Souls. Körperform A. Wow. Nee, ich bin eine Frau. Wie Jäger? Nee. Priester. Heilendes Wunder zu wirken. Oh, ich bin... Hä? Seit wann? Hä? Hä? Ich bin Priester. Ja. Okay, wir gehen alles durch. Aber Heiner. Ein Soldat niederer Klasse, der auf dem Schlachtfeld stets an der Front steht. Dank hoher Vitalität und robuster Rüstung ist er Gefahren gegenüber gewappnet. Ritterklasse aus der relativ fortschrittlichen Region Südboletarias. Dank widerstandsfähiger Rüstung und hervorragender Nahkampffähigkeiten ist er auf jede Situation vorbereitet. Nee. Ein Spezialist für Tätigkeiten im Freien mit Axt und Bogen ist er... Ach, jetzt lass mich in Ruhe. Ein einfacher Bürger, der das Zaubern erlernt hat. Also bitte... Magische Schwierigkeit und hohen Intelligenzkämpfe aus der Ferne. Nee, nee. Ein Soldat mit leichter Ausrüstung. Der ziellos. Nein. Mit einer primitiven. Nein. Diebe. Nein. Ist vom Adel angehört und dann. Die hat keine Bub-Physik. Die können wir nicht nehmen. Physik vor allem. Ach, Temperate. Nee. Ein Sohn von königlichen Geblüt, die das Zaubern erlernt hat. Naja, Lurker Prinzessin Adel ist ja eine Adlige, also. Ich muss. Also allein, dass der Priester halt so hässliche Kettenrüstung und so. Bäh. Ganz ehrlich, in WoW haben die auch nicht viel an. Das wäre ja okay, aber nee, ich bin adelig. Ich bin eindeutig adelig. In die Umgebung. Oh. Besser. Ja, ich würde gern adelig. Wie Kunai? Nee. Keins. Wenn Stein ein wegweisendes Licht ausstrahlt. Ja! Aber Menge 10. Grasgelee. Menge 2. MP. Erhöht die Chance, Gegenstände zu finden. Das ist ja viel sinnvoller. Ich will keine Mengensachen. Ich will den Ring. Wie Vorlage? Ja, Typ A. Ne, ist schon eleganter, bitte.
Keine Ahnung. Aussehen. Boah, die ist aber hübsch. Boah, die ist aber auch hübsch. Die sieht nix. Boah, die ist auch hübsch. Die sind alle hübsch. Okay, die hat irgendwie ist der Kopf so, weiß ich nicht. Also, normaler Kopf oder weiß ich nicht. Spiele ich gerade Vampire Masquerade? Das macht mir ein bisschen Angst. Es macht mir wirklich ein bisschen Angst, was man da einstellen kann. Okay, das ist schon wieder so strange, dass wieder cool ist. Okay, jetzt sind wir bei den Männern. Hä? Aber kein Mann. Wir sind doch nicht bei den Männern. Da sind trotzdem Frauen drin. Hä? Hä? Ich verstehe es nicht. Das ist ein Werwolf, das sehe ich aber. Und das ist ein Zwerg. Welches Gesicht finde ich denn hübsch? Ich finde das halt eigentlich voll hübsch, weil das so realistisch ist. Das finde ich halt super hübsch, weil einfach das Make-up, glaube ich. Okay, wir gehen jetzt. Die hat eine schöne Nase, aber ich sehe sonst nichts. Die ist mir zu alt. Und die sind alle so creepy. Die sehen noch relativ normal aus, aber ich weiß nicht, was unter ihrem Pony verborgen ist, nicht wahr? Okay, ich brauche eine Voreinstellung, ja? Neutralste Gesicht. Er hat eine komische Nase. Und irgendwie sind ihre Lippen schief. Und die sieht generell... Okay, warte mal. Ich kann nicht weiter raus. Irgendwie sieht die aus, als ob ihr Kopf so sitzt. Also... Gibt's nicht eine Asiatin für mich? Ich finde ihr Gesicht hübsch. Ich nehme sie und dann mache ich einfach die Hautfarbe ein bisschen weniger vampirisch. Vielleicht? Vielleicht kein Blau unbedingt so, ne? Wo bin ich? Okay. Sieht immer so, noch so ungut aus. Ja, die sieht immer noch so ungesund aus. Ja, passt schon. Wir machen sie einfach ganz hell. Dann kann gar nichts ungesund aussehen, was, also, ist ja. Das sieht wenigstens nach einer normalen Hautfarbe aus. 30. Ne. Also höchstens 20, also 16 geht leider nicht. Gewicht 0. Warum ist das Gewicht bei der Haut? Egal. Willst du? Ich mag's irgendwie. Irgendwie mag ich das. Es gibt Kiefer. Die sieht generell sehr skeptisch aus. Kann das sein?
Das wäre so der typische Blick. Guck mich so. Das gibt Falten. Das nehmen wir. Ich glaube, ich muss hier unten erstmal. Die ist ein bisschen nicht so. Er ist ein bisschen klein, ne? Was mit der Tiefe? Das mache ich mal auf 0. Sonst habe ich da ganz, also ganz, ganz schwierig. Vielleicht hilft das ja schon mal. Das sieht immer noch komisch aus. Das finde ich eigentlich ganz gut. Nee, dann nehmen wir doch das. Das ist einfach das gleiche, nur dünner. Ups. Ich glaube, ich bleib dabei. Ich finde die eigentlich ganz süß. Wage, wage, uga, uga. War hier noch was? Nein, gut, dann Augenbrauen. Ja, vielleicht ein bisschen entkrampeln, ne? Also. Das hilft schon mal, ja? Stirnwulst. So. Weniger, die muss ein bisschen. Also, wir brauchen ein bisschen was Helleres, ja? Und auch nicht so bläulich, bitte. Das ist mir egal, Klebi. Ich muss eine hübsche Person gemacht haben. Ihre Augenbrauen sind schrecklich. Können wir bitte Augenbrauen bekommen? Ja, so viel dann auch nicht. Und so hart gezupft bitte auch nicht. Auch keine. Der sieht ja aus wie Frida Kahlo, da toll. Oh nein, das sieht ja noch trauriger aus. Die sieht so unglücklich aus. Auf das, was unterm Helm ist, die inneren Werte. Hier, richtig. So sieht sie wenigstens nicht ganz unglücklich aus. Können wir. Nur ganz kurz. Kann. Oh, nee, das ist nicht zweiäugig. Oh. Final Fantasy 14 hat immer noch den besten Editor. Rot, nee. Aber wenn ich jetzt richtig Neongrün nehme, ja? Oh. Da bin ich Fan von. Es tut mir leid, okay? Hallo, Alicia. Das ist halt, die zweite Farbe ist so viel. Dadurch ist es nicht mehr rosa. Leuchten. Okay, das ist irgendwie trotzdem geil. Doch, ich will das. Es tut mir leid, okay, ich kann nichts dafür. Okay, das sieht creepy aus.
finde ich ganz okay. Die Augen dürfen nicht zu weit offen sein. Das sieht sonst creepy aus. Die finde ich gut. Die sind schön dunkel. Ja, okay. Wir sind ja schon fast durch, okay? So, einkaufen gehen. Ich sehe ihre Ohren nicht. Können wir kurz Haare ändern? Also ein bisschen was hat sie von Maluna, oder? Also so hat ein bisschen was von... Oder? Das merkt ja doch noch keiner. Ja, deswegen. Noch. Oh Gott, das sieht ja schrecklich aus. Also die braucht auf jeden Fall hinten Haare. Das... Also irgendwas stimmt hier hinten mit dem Nacken nicht. Also die Frisur mache ich jetzt nur so damit, ne? Alter, wie blond. Was passiert, wenn ich so ganz leichtes Rosa reinmache? Okay, man sieht davon gar nichts mehr. Wir haben hellrosa, okay? So, wo war ich? Nee, ich war bei Ohren. Nein, oh Gott! Oh, ich dachte, es wäre weg. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ohren. Aber sie ist schon ganz hübsch. Ja, wir brauchen ein bisschen abstehende Ohren, um das zu kaschieren. Die 7. Obwohl, das könnte auch reichen, die 9. Ja, das macht das Gesicht besser. Ja. Okay. Oh, es ist aber... Also, ich hasse Nasen, aber das ist... Also, für eine Nase ist das eine hübsche Nase. Also, wenn wir die... Oh Gott, was ist das denn? 8 merken. Das ist mir ein bisschen... Das ist eine schiefe Nase. Die ist auch mit Absicht schief. Das sieht man, wie die springt. Ich glaube, es bleibt bei der ursprünglichen Nase. Das finde ich eigentlich... Ich finde die, glaube ich, ganz gut. Sie passt in ihr Gesicht. Wir lassen das. Aber ich glaube... Oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich glaube, die Tiefe mache ich noch mal... Wenigstens irgendwas hat da. Ich hasse ja Nasen. Deswegen tendiere ich immer dazu, Nasen einfach völlig verschwinden zu lassen. Sie macht mir Angst. Warum tut sie das? Gott, das ist halt wirklich ein Vampir. Ich glaube, sie bleibt auch einfach. Ich glaube, sie bleibt einfach ein Vampir. Du darfst schon so ein bisschen schmolli sein, ne? Kiefer. Kinngrübchen, nee, danke. Ich will kein Arschkinn. Ja, wenn wir es ein bisschen breiter... Ich glaube, es muss ein bisschen breiter. Schachbrettszene Lunali 1,5-2. Nein. Ich finde sie schon sehr hübsch.
Gesichtsbehaarung. Lassen wir das. Bin sofort da. Die Stirn ist ein bisschen niedrig, ne? Ja, das ist jetzt doof. Jetzt muss ich die Frisur daran anpassen. Nee, nee. Das ist voll die Frisur von der einen aus Swansong. Dankeschön auch für die 100 Bits. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich skip Nose Day. Naja, nicht geskippt. Es ist immer noch Maluna. Deswegen gebe ich ihr die Farbe. Oh, ich habe Frisur, meine ich eigentlich. Ich mag den Pony nicht. Jetzt mach doch mal Luna, oh Gott. Ich mag den Pony nicht so gern, ne? Aber ich finde halt, ich mag das. Gesichtsbehaarung. Lassen wir das vielleicht, ja. Wobei, dann würde sie wahrscheinlich nicht mehr aussehen wie Maluna. Oh. Ich habe schon Make-up drauf gehabt, das wusste ich ja nicht. Ja, auf jeden Fall ein bisschen mehr. Das ist ein bisschen zu viel mehr. Ja, klar, ich mache jetzt so ein Schmetterling da dran. Geil. Ungeschminkt sieht sie irgendwie auch geil aus. Jetzt nerven mich die Haare aber trotzdem. Aber das ist halt wirklich Maluna. Ich will nicht, dass dann die ganze Zeit gesagt wird, dass die aussieht wie Maluna. Ich kann ja nichts dafür, dass Maluna hübsch ist und scheinbar meinem Hübschheitsideal entspricht. Kann ich ja nichts dafür, okay? Ich habe das nach Geschmack gemacht, da kann ich nichts dafür. Also wenn die dann so aussieht, die... Also Maluna, wenn die einfach so aussieht, ne? Also wie ich halt meine Charaktere mache. Da kann ich ja nichts dafür. Also mein Charakter war natürlich zuerst hier. Wissen wir, ne? Tränen unterm Auge? Nee, danke. Also das Augenringe? Hä, das ist kein Makel, das ist ein Schönheitsding. Aua, das sieht schmerzhaft aus. Boah, das sieht echt schmerzhaft aus. Irgendwie ohne das Ding fehlt dir aber was. Wir lassen es da dran. Das fällt dir ein richtig. Boah. Das ging doch schnell, oder? Ach so. Wir nennen sie nicht Maluna. Wir nennen sie... Das ist ganz anders. Anders aus, indem er die Macht der Seelen kanalisierte, brachte König Aland der XII. Seinem Königreich im Norden, Oletaria, beispiellosen Wohlstand. Bis zu dem Tag, als dichter, farbloser Nebel über das ganze Land fiel. Luna, man schreibt hier mit einem H. Oletaria wurde von der Außenwelt abgeschnitten. Und wer sich in den dichten Nebel hineinwagte, ward nie mehr gesehen. Doch Velafex von den königlichen Zwillingsfängen, wenn dann so, konnte dem Nebel entkommen, oder? Und klagte der Welt Oletarias Leid. Kann man gute Sachen daraus machen. Dass der alte König Aland das Uralte erweckt hatte, die gigantische Bestie, die unter dem Nexus in ewigem Schlaf lag. Jetzt reißt man nun auch einfach dein Cosplay. Ja, Nebel schlimm, ne? Gekommen war, der schreckliche Dämonen entfesselte. Die Dämonen machen Jagd auf Menschen und stehlen ihre Seelen. Wer seine Seele verliert, verliert auch den Verstand. Wahnsinn greift um sich und das Chaos regiert. Auf Twitter wurden viele Seelen geklaut, hä? Auch von der verführerischen Macht der Dämonenseelen. Verleibt sich ein Dämon eine menschliche Seele ein, wird seine eigene Seele durch ihre Lebenskraft gestärkt. Und
Und die Macht einer ausgewachsenen Dämonenseele übersteigt jede Vorstellungskraft. Die Legende sprach sich herum. Starke Krieger, den Verlockungen erlegen, wagten sich durch den Riss in das verfluchte Land. Doch keiner kehrte zurück. Das ist blöd. Jor von den Zwillingsfängen. Jurt, der stumme Häuptling. Sankt Urbain. Skurver der Vagabund. Die sechste heilige Astraea mit ihrem Ritter Garl Winland. Ach, da ist der Garl hin. Ach, na dann. Der weise Hellseher. Wer? Der farblose, dichte Nebel verbreitet sich langsam über Boletaria hinaus. Die Menschheit blickt ihrer schleichenden Ausrottung entgegen. Ist okay. Der dichte Nebel wird eines Tages unsere ganze Welt verschlungen haben. Das ist okay. Haben wir nicht anders verdient. Ganz doch ehrlich. Boletaria hat noch eine Hoffnung. Einen einsamen Krieger, der dem tödlichen Nebel getrotzt hat. Wird er das Land erlösen oder nur ein weiterer Sklave der Dämonen sein? Kann ich zu den Dämonen wechseln? Die sind mir sympathischer als Menschen. Das bin ich! Das bin ich, das erkenne ich doch! Tapfere Seele, die den Tod nicht fürchtet. Ja, das bin ich! Richtig! Kennt mich? Ich werde euch zum Riss führen. Oh nee, also, nee. So dass ihr das Uralte wieder in Schlaf versetzen könnt. Danke für die 100 Bits. War ich so awesome? Nee. Was auch immer das ist. Kann ich dir nicht sagen. Entweder Erdbeere oder Himbeere. Weil es gibt Gelb, Rot und Grün. Ich schätze, Gelb ist Zitrone. Aber ist jetzt Rot Himbeere oder Grün? Oh Gott, wie süß. Oh Gott. Ich bin... Ah ja, geh weg. Ja, habe ich... gemacht, danke. Hallo? Oh Gott, ich hasse es. Kann ich doch umwechseln? Da muss man ja zielen. Noch eine Weisheit. Isst du abends Zwiebelbrot? Sind morgen alle Fliegen tot, Lunali 1, hehe, t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-t-a-a-a-a-a. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Danke für die insgesamt 100 Bits, Alicia, danke. Und danke für die Weisheiten, ich glaube, es wäre sonst gestorben. Hui! Okay. Blocken. Ja, das habe ich auch schon getestet. Danke. Ich habe auch schon Kraut gegessen, glaube ich. Oh, hallo? Warte mal. Oh! Hä, ich kann mich im Dingsen umdrehen. Also, nicht im Dingsen. Das ist laut, ne? Das ist ultra laut. Mach das einfach, weiß ich nicht, leise. Mein Mana regeneriert sich das... Ja, gut. Aber sehr langsam. Ist aber hart motiviert unterwegs. Ja, klar. Guck sie dir an. Bei dem Aussehen wäre jeder motiviert. Also muss sie auf Drogen scheinbar. Dann kann ich sie für die 13 Bits. Dankeschön. Was ist jetzt los? Ziel erfassen, freigeben, erfasst das Ziel ändern. Okay, klar. Ups. Ah,
Also ich glaube, das Problem ist, also jetzt habe ich vielleicht voll den Luxus, aber ich glaube, bei Bossfights bin ich einfach instant tot. Der Clou ist es gar nicht erst, bis zu Bossen zu spielen. Wir wollen ja nur mal kurz reingucken. Oh Gott, warte kurz. Dankeschön, Alice, für insgesamt 1000 Bits. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Oh Gott, was versuch mich? Nein. Nein. Hallo? Ist hier jemand? Also, du bist doch tot. Nicht tot, meine ich. Das kenne ich doch, sowas. Echt nicht? Du bist wirklich tot. Ja, gut. Sichelmondgras. Hallo? Hey, komm, mich springt doch gleich einer an. Ich weiß das doch. Gegenstand benutzen, Gegenstand wechseln. Das ist ein Königslotus. Halbmondgras. Und was bringt mir da? Na, egal. Oh. Oh. En garde. Okay. Ich will halt über Geländer springen. Nee. Ich bin doch lebensmüde. Nur schöne Blumen. Ja, wie bei Witcher. Da habe ich auch gerne schöne Blumen gesammelt. Ich glaube, ich will da gar nicht irgendwo hin. Ich glaube, wir gehen einfach wieder. Richtung und gedrückt halten hier. Kuku, Siki. Hm. Hallo, kannst du den mal anvisieren? Ja, das ist mir schon aufgefallen, danke. Der hat es ja auch gleich gemacht. Okay. Hä, das ist ja lustig. Okay, wir müssen einmal kurz üben, ja? Komm mal her. Easy. Bossfight kann kommen. Ich bin OP. Oh, hallo? Warten Sie doch. Au! Oh mein Gott, ich bin doch nicht OP. Bitch, ja? Oh, das klingt... Klingt super einladend. Dankeschön. Klingt halt wie ein Löwe oder so. Ich höre den schon. So, komm her. Wow. Ich bin OP. Ich habe gezaubert, ohne zu zaubern. Wie macht man das? OP war da nun echt wow. Ja, das ist... Nee, das ist mir zu neumodischer Kram, sowas. Was? Hä? Warum bin ich jetzt hier? Und wie komme ich wieder zurück? Sattelschlag. Gut. Du hast den richtigen Knopf gedrückt. Nein, ich habe es ausprobiert. Ja, parieren habe ich doch gerade gemacht. Ich habe es voll gut gemacht, Leute. Also das machen wir gleich nochmal. Wir üben das jetzt. Kumpel. In welchem Moment muss ich das machen? Hä, wie pariere ich denn? Das macht nichts. Okay. Hä? Oh, jetzt! Okay. Hä, aber ich dachte L1 dann nach parieren. Ach so, R1 war nach parieren. Okay, 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 okay. Ich nehme mal kurz... wie nehme ich das nochmal?
Viereck, oder? Okay. Ich habe geübt, das hilft jetzt. Zum Parieren braucht es zwei. Ich weiß aber noch nicht, in welchem Moment ich drücken muss. Muss ich, wenn es aufprallt oder wenn das macht? Hallo? Hallo? Du bist blau! Oh Gott, der hat schon gesoffen, Leute. Ja, ja, das weiß ich vom Hören. Deswegen werde ich das jetzt üben. Hallo? Warte mal. Warte mal kurz, ja? Ich wollte gerade üben und du bist einfach so aggressiv, ja? Ich glaube, der ist ein bisschen zu viel für zum Üben. Ich glaube, der ist nicht so ein gutes Übungsprojekt. Wisst ihr? Ich glaube, also da nehmen wir lieber dann einen anderen, der vielleicht nicht ganz so aggressiv ist. Nee. Der war vielleicht ein bisschen aggressiv. Waffe beidhändig für ein Loslassen. Okay, mehr Schaden. Aber parieren kann man, glaube ich, trotzdem, richtig? Und nicht schon wieder so ein blauer. Okay, Moment. Jetzt pariere ich richtig. Komm einmal her. Ja, komm her jetzt. Okay. Komm her. Ja, komm jetzt her, Mann. Ich muss doch üben. Wow, du kommst doch her. Ja, wow. Oh Gott, nein, ich habe keine Dings mehr, glaube ich. Irgendwas hatte ich nicht mehr. Boah, die Steuerung ist auch nicht so ganz... Der macht das mit Absicht, dass ich unsauber werde. Deswegen braucht er so lange. Okay, komm her. Komm her jetzt. Hallo, ich stehe direkt vor dir. Hallo. Oh. Der ist komisch, der Typ. Naja, parieren, schmarieren, sage ich immer, ne? Wieder einfach Angst vor... Ja, ja. Das Ding kannst du jetzt mal länger dort... Lieber Milky Way. Besser parieren als Parshippen. Ja. Wie war nochmal mit zweihändig? Was habe ich da gedrückt? Okay, Dreieck. Gut. Ich höre hier Freunde. Also es ist nicht so, dass ich taub bin. Waffe wechseln, rechter. Ja, das habe ich schon gemacht. Danke. Die Steuerung schon selber gelernt. Ja, weiß ich. Hä? Hab ich doch alles schon gemacht. Spiel. Okay. Oh, das wird nicht gut, ne? Bist du böse? Du bist böse, ne? Du bist... Also... Weißt du, also schießen kann ich auch übrigens, ne? Oh. Kann ich auch. Seele eines unbekannten Kriegers. Bin ich auch ein Dämon? Ich sammle auch Seelen. Was hat der hier gemacht? Nein, schaut. Okay,
Wichtiger Moment ist echt schwierig rauszufinden, haben Sie gemerkt? Warte doch mal! Warte. Riss. Riss noch eins. Hallo, ich bin hier. Weißt du was? Scheiß auf Parieren, nicht töte. Oh Gott, ich habe ihn nicht mehr anvisiert. Jetzt mach mal weg, ne? Das war nicht gut. Also ich muss mal mein Zeug aufstocken hier so. Vielleicht sollte ich aufhören zu üben. Ich glaube, üben ist nicht so hilfreich. Vielleicht soll ich lieber bei Bossen üben. Er hatte seinen ersten Tag und war noch unentschlossen. Ach so. Nebel durchschreiten. Mal von mir aus. Mach ich. Bosse können eh nichts. Das sage ich auch immer. Hallo, ich bin hier. Okay, das... Oh, weißt du was? Warte kurz. Wie war... Hä, wie... Mann, kannst du den mal anvisieren? Der visiert den nie an. Ich krieg ja immer ganz lieb von den Sachen, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es reicht. In welche Richtung muss ich denn jetzt? Bosse können auch was lernen von mir. Auf jeden Fall. Richtig. Würde ich nämlich auch sagen. Muss ich jetzt da lang oder auf dem anderen Weg lang? Nee, das Nebel durchschreiten ist blöd. Dann gehe ich erstmal die andere Richtung. Was sind das für Zeichen über mir? Also die beiden Sachen. Ja, geil. So, jetzt können wir wieder üben. Nur richtig schön. Lippi, sagst du damit, ich kann nichts anderes in meinem Leben, was man von mir lernen kann, außer zeichnen. Das ist aber nicht nett. Das war gemein. Das merke ich mir. Vorhautdämon! Warte mal! Warum? Ich bin tot, glaube ich. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Ich sollte sterben, oder? Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Auf dass die Welt geheilt werde. Ich hab eine Katze gekriegt. Aber alles richtig. Du hast das Drehbuch nicht gelesen, nee. Dies ist der Nexus. Er hält den Norden Boletarias. Denke ich mir nämlich auch, Lurker. Ihr könnt den Nexus nicht verlassen, aber die 5 Keilsteine führen euch in die äußeren Länder. Was? Indem du jedoch Dämonenseelen erbeutest, kannst du deinen Körper wiedererlangen. Ist das jetzt die Geschichte vom ganzen Spiel? Was machst du da? Weiß ich. Vielleicht Yoga oder so. Gruß der aufgehenden Sonne. Ich bin niedlich. Oh, das ist auf jeden Fall. Wie macht man das? Nee, so nicht. Gut. Weil es ist gut. Es war tatsächlich das Touchpad. Nachrichten von Wertvoll. Okay. Sind wir jetzt bei LOL? Ja, klar. Oh, awesome. Dankeschön fürs Abgift an Vorhaut, Volker. Dankeschön. Vielen Dank.
Kann mich jemand heilen? Ich bin gestorben. Wieso habe ich halb Leben? Das Blocken mit Schilden und Sprinten verbrauchen Ausdauer. Weißt du was? Euer Backseat-Game könnt ihr euch... Also, nee. Nee. Wo stehst? Blutlache berühren. Nein, oh Gott! Achso, hä, wie konnte... Achso, haben die... Okay. Du bist blau. Ihr seid wohl auch durch den Riss geschlüpft, nicht wahr? Kamt ihr wegen der Dämonenseelen? Oder um dieses Land zu retten und als Held verehrt zu werden? Ihr jagt Dämonen? Dann versucht es bei den Keilsteinen. Richtig, Klebi, danke. Nun geht. Deshalb kamt ihr doch hier, nicht wahr? In das verfluchte Boletaria. Ja, genau. Nicht, weil ich nicht wusste, was ich spielen soll. Ich bin Lagerist Thomas. Hallo, Lagerist. Als die Plage kam, traf sie mich unerwartet. Als ich... Was ist über euch gekommen? In Gottes Namen, hört auf! Kann er nicht anvisieren, warum nicht? Jetzt stirb endlich! Okay, wartet. Oh, falsche Taste. Hat es nicht getroffen? Ups. Hä? Hör auf auszuweichen! Oh Gott, der greift. Greift er mich jetzt an? Oh! Warte mal. Okay, warte. Ja! Bitch! Ich hab parieren gelernt! Oh Gott, der ist aber schnell. Warte mal. Ich komm nicht weg. Alter, der hat mich einfach flachgelegt. Das ist eine gute Übung mit dem. Aber warte doch mal kurz. Ich muss mich heilen, sonst ist es keine Übung mehr. Der heilt sich dauernd, der cheatet. Ich dachte, wir wollten üben. Aha, den hab ich verarscht. Man kommt jetzt nicht mehr so schnell hinterher. Oh Gott! Hallo, warte mal. Oh, jetzt hat er den auch noch geprügelt. Das war schon wieder die falsche Brücke. Treppe meine ich. Bisher? Also, jetzt mal ganz ehrlich. Ich wollte halt nur mal ein bisschen besser werden und dann macht er sowas. Wenn ich ihn besiegen würde, natürlich könnte ich den besiegen, aber ich habe keine Lust, dass er sich dauernd heilt. Komm, wir gehen runter. Also der hat der unendlich Tränke oder Gras? Oh Gott, oh, das war der. Ja. Komm her. Hä, was hast du für eine Batschhand? Kannst du aufhören, wegzurennen? Hä, du hast voll die komische Angriffsart. Warte, ich heil mich aber. Das ist okay, ne? Hä,
Hä? Ich kann den halt nicht anvisieren. Das ist richtig scheiße. Wirklich, mein größtes Problem ist, dass ich den nicht anvisieren kann. Und er heilt sich halt instant und ich kann... Hallo? Jetzt nicht flachlegen. Ja, lassen wir das. Das funktioniert nicht. Wenn ich den nicht anvisieren kann, kann ich den nicht unterbrechen beim Trinken rechtzeitig. Dafür müsste ich mehr Damage machen, glaube ich. Oh, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Wo gehe ich eigentlich gerade hin? Hallo, wo bin ich? Hat hier jemand eine Karte für mich? Oh, du bist ja immer noch da, du Stalker. Ja, hört aber auch nicht auf, ne? Ist der mein Storygeber? Muss ich mich jetzt töten lassen, damit er mir meine Quest gibt? Ich hab das Gefühl, ich komme hier nicht so wirklich weiter. Oder hier? Hier? Ja, ja, da war ich auch noch. Ja, ja. Okay. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich habe das Gefühl, ich komme hier nicht weiter. Nicht so gerissen. Entschuldigung. Hört er auch irgendwann auf? Also, ich meine, Respekt. Er hat wirklich eine krasse Ausdauer, was das angeht. Dein Popo ist ein Wunderpunkt. Da haut er immer drauf. Ja. Und das ist unhöflich. Nicht anfangen und dann aufhören können. Ich glaube, der hat aufgehört, oder? Herr Lagerist, wollen wir noch mal von vorne... Oh Gott, ich dachte gerade schon. Wollen wir noch mal von vorne anfangen? So, dann rede ich halt mit dir, ne? Hm, seid ihr neu hier? Kann ich euch zu Diensten sein? Ja, sag mir mal, was ich machen. Ich bin Baldwin. Nur ein gewöhnlicher Schmied. Mhm. Ist ganz simpel. Bringt mir so viele Seelen wie möglich. Okay. Zum Tausch gebe ich euch Waffen. Okay. Oder verstärke die, die ihr schon habt. Ist auch okay. Mit euren Seelen kann ich mein Leben bestreiten. Und mit meinen Waffen werdet ihr länger leben. Ein guter Tausch, oder? Naja. Hab keine Seelen mehr. Am Leben. Ich brauche Kundschaft. Ihr sagt es, Thomas. Ich sag dir, der lässt mich einfach nicht in Ruhe. Entschuldigung, aber wo muss ich denn jetzt hin? Ups. Das ist aber... Wie hat die das gemacht? Die ist gerade so gerutscht irgendwie. Wenn es erst Waffen gibt, bekommt er auch mehr Seelen. Ja, für ihn schlau. Aber ich will auch Seelen. Was ist das? Jetzt ist keine Zeit, um Nachrichten zu lesen. Halt nicht. Ich wollte mich bilden. Halte Ausschau nach Schätze. Wo? Wo denn? Darf ich einfach verprügeln? Aua. Der mobbt mich bestimmt, ne? Hier gibt es gar keinen Schatz. Oder meinst du, weil ich in den Spiegel gucken muss? Entschuldigung. Oder ging es hier tatsächlich weiter? Eigentlich nicht, ne? Sieht nicht so aus. Mit Glück kannst du Nachrichten hinterlassen. Ich will keine Nachricht hinterlassen. Ich will hier raus. Du Blueberry, ne? Kamt ihr wegen der Dämonenseelen? Ah, ist einerlei. Wir sind hier willkommen. Er hat wirklich gegrinst. Hä, aber was soll ich denn machen, Leute? Ich finde den Ausgang nicht. Und deswegen hasse ich Dark Souls. Wirklich. Es sieht alles gleich aus. Ich kann mich nicht... Also, nee. Ich finde mich einfach nicht zurecht in diesen Spielen. Das nicht, weil ich sterbe und dann nochmal machen muss. Nee, weil sowas bin ich voll... Ne? Da habe ich Spaß dran, aber...
Die Orientierung, ich wirklich keine Ahnung. Da ist eine Nachricht. Ah, da ist was. Da ist was. Oh. Da war eine Dings! Da waren die blauen Bubbles. Okay, nochmal. Sterben ist okay, aber ohne Navi sich in einem Haus zurechtzufinden, ist was ganz anderes. Ja! Oh, der muss ja irgendwo sein. Wo war ich denn? Warte, da ist eine Nachricht. Heißt es erst dann? Nee. Okay, Moment. Erstmal bin ich wieder auf die falsche Treppe gegangen. Das ist okay. Das passiert halt. Wo ist denn jetzt dieser Typ? Zeit für Sterben. Hä, wieso denn? Da hinten ist er. Lalelula, lu. Da ist er. Ich will zu dem Typen hin. What? Ich sollte vielleicht, wenn ich hochgehe, nach unten gucken. Das habe ich jetzt nicht so ganz erkannt, dass es nach da unten ging. Okay, jetzt gib mir den Typen. Sind es Spieler, die gerade echt da sind? Da hinten ist er. Da will ich hin. Frosthaus oder Dark. Das war gerade schon wieder knapp, das habe ich aber gesehen. Was steht da? Seele von Wert voraus. Ja, ach echt, habe ich gesehen, danke. Kann man irgendwann fliegen oder so? Warte, aber ist das da unten? Da war ich ja. Hallo? Komme ich hier wieder hoch? Wie komme ich da hoch? Entschuldigung? Wie kann man hochklettern? Chat, wie kann man hochklettern? Ich gehe einfach runter. Ich kann das. Nein! Wisst ihr was? Scheiß auf Seelen. Ich brauche keine Seelen. Ich brauche nur den Ausgang. Wie komme ich hier raus? Entschuldigung. Was sag ich mit Thomas? Thomas! Och, du gutes altes Haus. Thomas, du darfst mich einmal töten. Aber danach ist Schluss, ja? Ich glaube, wir sind immer noch pissig. Komm, jetzt aber. Jetzt können wir wieder reden, oder? Du hast mich halt ein bisschen genervt. Da habe ich halt mal zugestochen. Jetzt sei nicht so. Thomas! Ich bin mir nicht sicher, ob wir unsere Streitigkeiten irgendwie... Können wir ganz schön nachtragen. Ich bin mir nicht sicher, ob der mir nochmal verzeihen könnte. Gibt es hier... Es blitzt so krass draußen, ne? Ich bin mir nicht so sicher, ob wir das irgendwann beiseite kriegen, aber hey. Thomas, ich bleib weg, ja? Ich habe verstanden...
wir sind jetzt nicht mehr Bros. Aber wie komme ich denn hier raus? Chat, helft mir. Wo komme ich raus? Ich bin verwirrt und habe keine Ahnung. Wenn jetzt so eine blöde Antwort kommt wie aus beim Ausgang, dann weiß ich nicht, was ich tue. Thomas' Sohn wirst du wohl nicht mehr heiraten können. Ah, der Thomas sieht schon nicht so gut aus. Sein Sohn wird da auch nicht so gut aussehen. Und du siehst ja, was für Aggressionen der Thomas hat. Also, da will ich nicht wissen, wie sein Sohn drauf ist, ne? Also, nur mal so. Wie komme ich denn hier weg? Was aktuelles Problem? Aha. Ich spiele eine Karte. Nicht, dass ich gerade gesehen hätte. Kann mal jemand die Tür öffnen? Ich nehme das als Nein. Einfach nicht sterben, man kommt sogar nicht erst hin. Ja, bei einem One-Hit-Boss, glaube ich, wird das easy. Geht es da weiter? Habe ich einfach nur übersehen, dass das... Nee, da geht's nicht weiter. Mit den Arcs... Ich sehe keine Steine. Okay, wir suchen jetzt Steine, Chat. Augen auf. Es muss ja dann sowas sein, wenn das 5 Stück sind. Gibt es hier... Verstehst? Du bist verloren. Das hat ein bisschen wehgetan. Ganz ehrlich, es hat wirklich ein bisschen wehgetan. Okay, ich sehe keine Sterne. Ich sehe Steine. Ich sehe Kerzen, keine Sterne. Eieiei. Den blauen Leuchtemännchen. Nein, da waren doch keine Steine. Stell dich nicht so an. Da ist doch... Oh. Nee. Nee. Gigantische, aus Stein erbaute Burg im nördlichen Königreich Boletaria. Eindringlinge erwarten darbende Soldaten, ihrer Seelen durch Dämonen beraubt und furchterregende Drachen, die dort hausen. Vielleicht wäre ein friedlicher Thomas wichtig gewesen. Mir egal. Thomas war kacke. Und er hat es verdient. Nachdem, wie er sich verhält, hat er es so komplett verdient. Das ist hübsch. Kra, kra. Du bist lieb, oder? Sind das Menschen da? Dann hast du ja schon genug Spieltage, dann musst du mich ja nicht fressen, richtig? Ein Rotkehlchen. Sieht aber nicht nach einem Ausgang. Ja, oder? Und ich schwöre, bei Dark Souls 1, ne, da war ich, da gab es diesen Runterspringen-Boss, den habe ich, ich glaube, es war First Try geschafft, weil der ist ja nicht schwer, aber dafür, dass ich sowas halt noch nie gespielt habe, ne? Und dann bin ich irgendwo so an so Da ging es halt echt steil runter und so bin ich lang gegangen. Und dann durch so einen Tunnel und so. Und dann war ich da, wo, glaube ich, irgendwie hundeartige Viecher waren. Und da waren so Tore, die so hoch und runter und so. Und ich habe einfach nicht den Weg gefunden. Ich bin einfach im Kreis gelaufen. Lageristen werden immer in Schubladen gepackt.
aus Prinzip Gras von Wert. Aha. Was zunehmender Mondgras. Ich fühle mich heute gemobbt. Wieso geht mein Balken nicht höher? Muss ich mir Gedanken machen? Ich glaube ja, oder? Verstehst? Achso, das ist der Kaltstein, okay. Okay, ganz ehrlich. Ich dachte, das wäre eine Nachricht. Okay. Macht alles Lava feuerartig? Oh, hier sind ja Gegner. Warte mal. Zwei Stück, dann nehme ich erstmal das da. Oh, Leute. Beruhigen Sie sich bitte, ja? So. Okay. Jetzt nochmal von vorn. Thomas ist nicht mehr da. Jetzt ist ja alles gut. Hallo, Ozzy. Ja, schmeiß sie mir hin, dann muss ich sie wenigstens nicht suchen. Oh, hallo? Okay, wir üben nochmal. Oh nee, ich habe ja fast gar nichts mehr. Warte mal. Friss schneller. Was ist mit dir? Okay, das war eindeutig. Oh Gott, ich kann es nicht einschätzen. Okay, nochmal. Oh Gott. Weint er? Mann, ich kann den nicht einschätzen. Warte, blocken wir das. Ich bin fast tot. Ich sollte nicht üben. Sichelmundgras. Gut, wenigstens habe ich ein Gras zurückgekriegt. Noch so viel? Okay. Ja, ich habe es gerade gar nicht bis hierher geschafft, ohne Hilfe. Also von dem her, also ich bin froh, wenn ich überhaupt irgendwie zum nächsten Ding krieg. Okay, wartet. Oh. Ich finde, was ich richtig verstörend finde und wo ich gar nicht mit klarkomme, ist, dass R1 und L1 die Hauptsachen sind und nicht die Zweier-Buttons. Ich meine, klar, es macht Sinn. Eins, ja? Aber in jedem Spiel ist immer die Hauptangriffsdings oder Verteidigungsdings die größere. Okay, einmal darf ich, ja? Komm, ich pariere jetzt. Instant. Schneller. Ich kann nicht parieren. Oh, ich bin tot! Ich nehme ja Schaden, wenn ich kein Schild habe. Pupsili! Ja, eine Frage, was denn? Ist jetzt alles wieder da? Nee, ne? Ach so. Okay. Vielleicht sollte ich aufhören zu üben, okay? Ich weiß, das sage ich jetzt zum 10. Mal. Aber diesmal meine ich es auch. Nicht nur blocken. Ich hab's ja schon geschafft. Also, ich hatte das, glaube ich, schon beim, beim Dingsbums. Also, wir können es gerne hier mal... Okay, ich glaube, du kannst tatsächlich nicht parieren mit dem Schwert. Also, das ging jetzt zu einfach dafür, dass ich gerade vorher 20 Mal versucht habe. Vielleicht wirklich. Ich dachte, bei Thomas hatte ich mein Schwert in beiden Händen. Aber gut, dann trainieren wir jetzt doch wieder weiter. Dankeschön! Okay, einen töte ich davon. Oh. Nee. So. Kommst du her? Wir müssen... Also, ich möchte nicht sagen, aber ich bin Parade-Profi. Die kämpfenden Geistumrandung. Sind das die Leute, die live da sind, oder sind das... Das sind Leute, die live da sind, oder? Hey, der guckt mich an. Der guckt mich an. Guck mal, ich habe Freunde.
mehr Seelendämonentöter. Jetzt bin ich OP geworden, ja. Easy. Easy, Leute, also ganz ehrlich. Kommt alle zu mir, kommt. 10 auf einmal. Los. Easy. Oh. Aber vielleicht soll ich den richtigen anvisieren. Oh, hä? Hab grad gar nicht. Hä? Irgendwie. Ich bin gerade verzögert. Ich hab gerade legit nicht auf Angriff gedrückt. Ich meine, ich habe ihn dadurch getötet, aber ich war es eigentlich nicht. Gegner weiter vorne. Ja, hab ich. Die liegen auf deiner Nachricht, aber danke für die Warnung. Kimst jetzt? Hallo? Hallo, Freund? Hörst du auf, mich zu stalken? Ich bin voll gut, okay? Ach so, du willst was von mir lernen? Ja, okay, das verstehe ich natürlich. Ja, die hat ein Feuerschwert, okay? Komm her. Ich habe kein Problem mit Feuer. Okay, das war... Ich habe vielleicht doch ein Problem mit Feuer. Aua. Ich habe mich vielleicht ein bisschen... Also aus der Ruhe bringen lassen wegen seines schönen Feuers. Ich war vielleicht ein bisschen neidisch auf sein Feuer. Und das wird mir nicht nochmal passieren. Ich habe nämlich was Cooleres als du. Ich habe blaues Feuer. Ja. Solange ich nicht brenne, richtig. Und was ist da drüben? Nix wahrscheinlich, ne? Nee. Kehre um und gehe zu hinter dir. Das hättest du mir vielleicht mal sagen sollen, wo ich weiterkomme, Nachricht. Danke. Also jetzt ist ja wohl offensichtlich, wo ich lang muss. Da kommen immer so nette Geräusche raus. Viel Spaß mit Feier. Au! Das ist keine Feier, das sind Pfeile, du Depp. Okay, den treffe ich noch nicht. Ich kann nicht da durchschießen, ne? Oh, also ich kann es kaputt schießen. Naja. Leute, ich habe so wenig HP, das funktioniert mit uns nicht. Oh Gott. Ich bin gerade in der Animation, du darfst mich nicht treffen. Warte mal, ich habe nicht gemerkt, dass ich fast tot bin. Du musst mir kurz die 5 Sekunden geben, danke. Also Parade finde ich ganz gut. Also das würde ich gern weiter trainieren. So nebenbei. Ich finde es... Wo ist er? Beste Option ist Rollen. Es ist beautiful. Es ist beautiful. Darf ich da dann reinspringen? Oder sterbe ich? Ich sterbe dann, ne? Oh, ich will da rein. Feuer ist gut. Das bringen wir Klepi noch bei. Alles gut. Oh, das habe ich aber gerade. Oh, wer bist du denn? Junge. Oh, ich kann die nicht einschätzen, ne? Weißt du was? Scheiß auf Blocken bei dir. Zeit für Naschen. Ja, hab ich, danke.
Ist Adliger die OP-Klasse, die offizielle? Kann das sein? Wobei, ein Jäger hat ja auch Fernkampf und Nahangriff. Der hat ja eine Axt und einen Bogen. Oh, hallo Freunde. Ich kann um Ecken schießen. Finde ich ein bisschen OP. Ups. Okay, ich gehe durch den Nebel. Warum gehe ich durch den Nebel? Ich verstehe mal nicht, was ich hier eigentlich machen soll. Aber sonst geht's gut, ja? Warte mal. Bitte, ja? Ich mag Feuer, keine Bomben. Magier, okay. Ja, die sind mir zu langweilig. Ein Nierendolch. Versuch es mit Standardangriff. Wo? Hä? Das war jetzt nicht der Stand. Weißt du was, du kannst mich mal. Lass mich doch nicht trollen. Also hab ich gerade schon, aber. Was ist ein Rapier? Ist sehr gut, aber ist ein Dolch. Nee, ich glaube, ich will meins behalten. Ich bin mehr so der Fechter. Ich meine, ich bin ein Adliger, da passt Fechten ganz gut dazu. Brandbombe. Gute Manieren. Wow. Wow. Alter, das blitzt so hart da drauf. Da explodiert. Ah, ja, ja, schon wieder einer. Oh, die sind aber fies. Leute, die sind fies. Richtig on fire, ja. Bezwungenermaßen. Es hat vibriert. Okay, es hat deswegen vibriert. Ich ignoriere den einfach. Der ist, glaube ich. Nee, der ist nicht unter mir. Hier hat's ge. Ich bin tot. Meine PlayStation kennt es halt nicht, dass ich in Spielen sterbe. Das passiert mir sonst nie. Schlaf gut, Klippi, träume Schönes. So, so, ja, wirklich. Oder Demon's Souls Tokyo. Das kann natürlich auch sein. Kann passieren bei Brunnen und wo bin ich? War hier der erste Bombenmann? Jetzt kommt der zweite. Und dann da oben. Mhm. Ja.
Also. Ah, da ist. Oh, ich dachte nicht, dass der eine wirft, wenn ich direkt vor ihm stehe. Ich wollte blocken. Parieren, meine ich. Das kann ich auch, was die können, ne? Was ist denn das für ein Ups. Bin gestolpert. Aber wie weit kann der denn werfen? Wer wirft eigentlich? Und deswegen wirft man nicht mit Bomben auf fremde Leute, okay? Ich will da hin. Lauwarme Dusche. Lieber kalt. Wie komme ich da hin? Gar nicht. Also irgendwie muss man da hinkommen. Naja, mal gucken. Wir testen ja gerade nur, ne? Schaden gibt's nicht. Doch, aber irgendwie. Ich glaube, das Spiel hatte mit mir Mitleid. Oh, ich habe gerade das falsche Gras genommen. Naja. Passiert. Ey, Leute. Gebt mir mal mehr Gras. Gibt es eigentlich Loot in sowas oder macht es gar keinen Sinn, dass ich das alles kaputt mache? Also so nicht alles, aber immer mal wieder. Hat sie sich doch abgehört. Meinst du bei Thomas? Oh. Nein! Kann man nicht irgendwie springen? Auf Felsbrocken? Okay, da, also da, später, okay. Voll die Backseat-Gamer-Kommentare da, ey. Ist ja schlimmer als Twitch-Chat. Ist das Spiel schwer? Wenn du nur Orientierung hast, nicht. Aber hey, ich kann jetzt dahin. Das ist die gute Nachricht. Bastardschwer. Das brauche ich. Cloud. Erfüllst nicht die Wertanforderungen, um diese Waffe zu verwenden? Leichter, wenn du Leute magst, die Thomas heißen. Also, ich hatte noch keinen Boss und ich habe generell jetzt nicht so viel mit Souls-like-Games zu tun, deswegen keine Ahnung. Kannst du mit dich mal parieren lassen, Junge? Oh, warte mal, ich habe keine Dings mehr. Ah, ich habe einen Kopf im, einen Pfeil im Kopf. Was ist denn das? Irgendwann lerne ich das Parieren. Dann wird einfach 100%. Oh. Oh, das habe ich irgendwie vergessen. Sorry. Sorry. Das war echt unhöflich von mir, dass ich dich da einfach stehen lassen habe. Och, jetzt kommt der nächste schon wieder. Und noch einer.
Warte mal. Ich wollte den anderen erst machen. Komm mal her, hier kann er, glaube ich, nicht durchschießen. Kann man das überhaupt blocken? Parieren meine ich? Oh mein Gott. Ich bin schon wieder tot. Wieso versuche ich immer zu parieren? Danke, Waffelsturm durch. Hä, wie, die sind wieder da? Die waren vorhin aber nicht da. Wartet mal, jetzt, das wird mir jetzt zu bunt hier, ja? Hä, wie, das hat nicht getroffen. Komm her. Danke, so Lacker, 400 mehr wert, Luna Lee 1 Hype. Dankeschön. Vielen Dank. Mitleid und Soul-Spiele schließen sich gegenseitig aus. Und warum durfte ich dann Thomas nicht hauen? Warum ist der dann immer noch pissig? Ach ja, der. Ja, aber der hat mich one-hitted und danach war Story-Part, der zählt nicht als Boss. Es war ja gewollt vom Spiel. Hätte der nicht gewollt, dass ich sterbe, hätte es dir nicht gegeben. Wir gehen da jetzt mal schneller durch, ne? Oh nein, ich habe schon wieder das Falsche. Oh Gott! Ich habe ihn ja nicht anvisiert, oh mein Gott. Warte mal. Palmengras. Doch, dann war es das richtig. Okay. World's End Club Fights waren schlimmer bis jetzt. Das stimmt, aber also es gibt halt nichts, was schlimmer ist als World's End Club. Ist halt das Problem. Oh. Ich hab was bekommen. Kumpel, komm her. Ich bin cooler als du. Oh. Oh, heißt das, diese blöden Brandteufel kommen da wieder. War hier noch einer? Nee, okay. Och, nö, nö. Ich einfach mal eine Bombe werfen. Einfach mal nur so aus Prinzip. Oh. Ja, vielleicht sollte ich dann auch das Richtige auswählen. Emma. Ja, jetzt beruhig dich doch mal. Oh, das sieht schön aus. Das behalte ich. Wie können die da immer so ausweichen? Wie geht das? Ja, Mann, Entschuldigung, also ich bin ja nicht reich. Also ich möchte nur sagen, bei Quarry ist sie kein einziges Mal abgestürzt, okay? Das Counter für mich und die PS5 finde ich gut. Nicht gut. Naja, geht ja sogar. Klar.
fast tot. Moment. Danke. Okay, vergessen wir das. Scheiß auf Parieren. Parieren tötet mich nur. Parieren, schmarieren, sage ich immer, ne? Ach stimmt, da waren ja so viele Leute drin. Upsili. Wo ist denn der andere? Hilfe! Nie den Rücken kehren. Was ist denn mit dir? Oh. Irgendwie so. Oh, oh. Hä? Dieses Verziehen ist so komisch am Ende. Okay, Leute, das mag jetzt nicht so gut aussehen, aber wir haben gar keine Probleme. Easy. Ich habe noch nie was in meinem Leben gemacht, was einfacher war. Thomas hat seine Finger im Spiel. Ich glaube auch langsam. Schmeiß jetzt, ne? Komm schneller, also. Oh Gott, Hilfe. Oh, Frosty, danke schön für den Raid. Vielen, vielen Dank. Danke schön. Was habt ihr Schönes gemacht? Wie war der Stream? Und Hallihallo. Interessantes Game. Wenn man nicht dauernd sterben würde, vielleicht. Oder die Playstation ausziehen würde. Wow, ach Gott, die hat. Oh. Ich nehme trotzdem ein, auch wenn das Verschwendung ist. Hallo, Kervilov. Hallihallo. Wo wirft er? Ich bin verwirrt. Der sieht mich noch gar nicht, ne? Hä? Ja, wäre echt gut. Was gab's denn Schönes? Was gab's denn? Jetzt habe ich vergessen, wie es weitergeht. Stein haben wir schon. Okay, jetzt sind da so ein paar Leute. Das ist okay. Die machen wir einfach weg. Oh. Nee, der da. Du siehst den doch schon. Der da steht. Der da. Danke. Was ist denn da hinten los? Ich habe kein Mana. Oh mein Gott, ich habe kein Mana mehr. Das habe ich ein bisschen außer Acht gelassen. Upsi. Da hinten brennt's. Warhammer 40k. XCOM-like. XCOM gibt's jetzt bei der PlayStation. Kostenlos, also kostenlos. Mehr kostenfrei, wenn du das Abo abschließt. Das ist das Einzige, was ich gesehen habe. Also sehr, sehr strategisch. Ja, irgendwie rede ich davon zu viel. Ich irgendwie so ein bisschen, als hätte ich da einen Deal, ne? Schön wär's. Aber mit Sony einen Deal zu haben, ist schon ganz gut, ne? Der Boden, ne? Stampfer, ne? Oh Gott. Ja, genau du. Was habe ich dir getan? Was habe ich dir jemals getan, hä? Alter. Oh Gott, ich komme nicht auf dieses Anvisieren rein. Ich habe wirklich Probleme damit. Alter, und der unten Pfeil im Kopf. Der war. Nein.
Mach mal nicht jetzt. Ich hab keinen Bock mehr, Leute. Können die mir meine HP wiedergeben? Mann, ich will nicht zum fünften Mal. Das liegt alles nur an Thomas. Kopfhörer? Nein, ihr müsst auch rechts noch funktionieren. Nein, Kopfhörer? Nein. Ist das eigentlich der Kopfhörer oder ist das Ding, das kaputt ist? Weiß ich nicht. Claim dieser nicht deine Gage? Wer weiß. Mann, ich will nicht. Können wir einfach durchrennen? Geht das? Das geht bestimmt, oder? Obwohl Thomas... Doch, Thomas hat irgendwann aufgehört, hinterher zu rennen, wenn wir ganz ehrlich sind. Oh. Nein! Ich drücke doch diese scheiß Anvisiertaste! Boah, ich werde langsam salty. Also dazu muss ich sagen, ich habe auch inzwischen 30,3 Grad, weil ich ja... Hä? 30,3. Weil ich die Fenster jetzt schon machen musste. Ich werde jetzt langsam echt pissig. Meine Laune wird nicht mehr so gut. Aber eigentlich farm ich doch nur, oder? Ich bin jetzt 5-mal hier schon lang gelaufen und das ist das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Kannst du ihn bitte anvisieren? Bitte. Können wir den Thomas eigentlich töten? Ich hab keinen Bock mehr auf den. Wisst ihr was? Sterbt einfach. Ich habe kein... Was? Drehglingsschild? Ist das besser als meins? Nee, das sieht nicht gut aus. Das ist schlechter. Ja gut, also sieht ja auch so aus, als ob es scheiße wäre. Hör auf zu gurgeln. Oh, jetzt visier den doch an! Wirklich dieses Nicht-Anvisieren ist einfach der größte Abfuck gerade. Scheiß auf 5-mal den Weg laufen, aber dieses... Okay, für den nehme ich doch wieder mein Zaubermagie-Zeug. Der cheatet nämlich auch. So ein Raketenwerfer. Den habe ich vergessen, oh mein Gott! Ich habe den gerade wirklich komplett vergessen. Terpentin, klar. Habe ich auch immer so dabei. Hä, wieso triffst du, aber ich nicht? Ich hab einen Pfeil in der Brust. Hallo? Ey, wisst ihr was? Die sind ja
so unausstehlich. Ich im Mondgras. Okay, das geht nicht. Okay. Hallo, Freunde. Hallo, Freunde. Hallo, Freunde. Hallo, anderer Freund. Hallo, anderer Freund. Also, wenn er sich nicht um mich kümmert, dann ist er halt selbst schuld. Du hast ganz klitzekleine Aggressionsprobleme, mein Lieber. Das ist mal den Tisch geil. Heil. Ganz. Hallo, Steff. Ja, ja, klar sind das Freunde. Immer. Oh nein, die habe ich schon wieder vergessen. Warte mal. Ey, sowas habe ich auch. Oh nein, nicht heilen. Ich hatte doch noch HP. Ich dachte, ich habe das noch. Ey, Leute, nicht Sandwich. Nicht Sandwich. Also bei Sandwich, da hört der Spaß auf, ja? Ist unhöflich. Ich habe gerade ernsthaft das letzte Halbmond-Sichelgras bla genommen. Alter. Hallo? Ist sie? Meine Leiche ist einfach weggeflogen. Guten Freunden gibt man ein Bömpchen, ja. Jetzt nehme ich mal wieder den da. Weil die mich hier alle ein bisschen nerven. Jetzt kommt Bombenheini, der 500. Gut, das war jetzt nicht so effizient. Habe ich gerade 2 genommen. Wow. War wichtig. So. Jetzt kommt hier wieder der eine, aber das ist okay. Hallo, Kumpel. Oh Gott, das will. Warte, das ist auch so ein Bombenheini, ne? Nee, doch nicht. Warte, ich muss erst Waffe wechseln. So. Hier ist alles in Ordnung. Und da vorne ist nur noch der letzte. Und dann geht's zu denen, wo ich immer sterbe. Aber diesmal habe ich mehr Mana. Arschgeige. So, Kumpel, wo bist du? Welcher war das denn? War das der blaue da hinten? Nee, ne. Nicht nochmal. Nee. Ich verstehe keinen Spaß mehr. Nick ist ausgegangen. Ich weiß es nicht. Ich habe, also... Was, Soldaten-Lotus? Das klingt irgendwie anstößig. Ich weiß nicht, was ich denen angetan habe. Wirklich.
Die haben nicht irgendwie sich vorgestellt und gesagt, hey du, wir greifen dich jetzt an, weil wir haben Probleme aus dem und dem Grund mit dir. Nee, das war einfach so. Die Thomas-Familie. Das könnte natürlich sein. Also, nachdem wir Thomas kennengelernt haben, ist das kein Wunder, wenn die ganze Familie so wäre, ne? Wer bist du denn? Bist du fies? Ach, du bist nur so ein Bläuling, das geht ja voll klar. Oh, der hat aber... Wow. Bitch. Das ist für ein Paradeprofi. Hat dir wohl keiner erzählt. Wurfmesser. Scheiße, Wurfmesser. Wer braucht ein Wurfmesser? Da kann ich durch den Nebel gehen. Ich weiß aber nicht, ob ich das möchte. Möchte ich das? Also durch Nebel gehen. Was war das jetzt? Hallo? Ist hier jemand? Aber was denn mit der anderen Seite? Hier geht's ja runter. Boah, das finde ich immer so schrecklich. Du weißt halt nicht, was du machst. Du weißt halt nicht, ob das der vorgesehene Weg ist oder nicht, weil die Entwickler ja gar nicht wollen, dass du dich auskennst. Und ich kann das mir nicht merken. Hat dich auch schon gut genervt. Bei mir war es dieser blöde Sperrtyp, ne? Der hat mich, glaube ich, gerade zweimal getötet, der blöde Sperrtyp. Der Sperrtyp. Nicht irgendwas Cooles, wo man sagen kann, ja, der ist halt ein bisschen härter. Sondern einfach der blöde Sperrtyp. Kann mir jemand sagen, ob ich hier richtig bin? Ne, nicht Blutlache. Der leuchtet rot. Ich glaube, der ist fies. Das ist okay. 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 Hör auf hinzugucken. Wir gehen. Wir gehen einfach. Wir gehen jetzt durch den Nebel. Der kommt ja nicht durch den Nebel mit, oder? Blau leuchten, okay. Rot leuchten nicht. Das schreibe ich mir auf. Chat, bitte mitschreiben. Ist er schon weg? Ich höre irgendwas atmen, aber das höre ich die ganze Zeit. Ich glaube, das bin ich. Oh, der ist ja schon weg. Easy. Das war, glaube ich, Thomas' wahre Form. Ich glaube, das ist Thomas' wahre Form gewesen. Wenig. Oh Gott, da ist ja noch einer. Hä? Was habe ich gerade gemacht? Ich sehe nichts. Hat mal jemand eine Taschenlampe? Oh, jetzt sehe ich was. Also, I'm sorry. Aber also die Kamera ist schon ein bisschen buggy, würde ich sagen, ja? Stirb. So, gibt es hier unten wenigstens Loot? Ja, ich sehe halt nichts. Was ist denn das hier für ein Schwachsinn? Was ist das für eine Mauer? Was ist das? Jetzt mal ganz ehrlich, was ist das hier? Hier ist einfach eine Plane. Hier ist noch eine Plane. Was ist... Hä? Ey, ganz ehrlich, fix doch Herrn Scheichs, meine Güte. Ist ja unangenehm. Glitch Souls. Ich habe noch nie solche Grafikbugs in dem Spiel gesehen. Ich kann da auch nichts für. Hört auf, da unten zu lästern. Geschieht euch recht dafür. Entschuldigung, aber der Move hätte von mir sein können. Den kann ich auch. Hi, Kumpel. Hallo? Ich habe gerade die ganze Zeit die falsche Taste gedrückt. Ich habe die ganze Zeit L1 gedrückt und nicht L2. Und frag mich, warum ich nicht pariere.
Wo ist denn Nico? Kann ich das? Nee, ne. Okay. Oh, da muss ich wohl in den Nebel. Then I have to go in the Nebel. Ich hoffe, Vorhautwache ist nicht... Alter, diese... Was soll das darstellen? Warum... Nee. Wo kam ich denn her? Ich sehe nichts. Nein! Ich sehe doch nichts. Es ist halt, also, I'm sorry, aber ach, da ist die Treppe. Oh mein Gott. Also, wo bin ich hier? Da kam ich her. Oh Gott, das war knapp. Also, ich möchte mich jetzt nicht beschweren, aber die Grafikbugs sind, also, dezent nervig auf Treppen. Bitte macht das weg. Hä, wo, warum war das jetzt dunkel? Warum ist es hier dunkel? Hier ist gar nichts. Hier ist ja nicht mal eine Plane. Okay. Oh, ich sehe nichts. Ich sehe einfach nichts. Wenigstens habe ich jetzt Ausreden, wenn ich da runterfalle, ne? So, wir gehen jetzt durch den Nebel. Mal gucken, was es da so Schönes gibt. Oh, bitte, bitte nicht der Vorhautwächter. Hallo, Herr Vorhautwächter? Nein? Nicht Vorhautwächter? Okay. Was ist, wenn ich halt wieder so... Ach so, der Nebel wird einfach nur deaktiviert, okay. Hallo? Die grunzt es ganz schön. Okay, klar. Ein paar Leute sind dabei. Komm mal her jetzt. Ich hab nicht gesehen, dass ich eine Bombe hatte. Also, ist, Chad, was haltet ihr davon, dass wir aufhören? Ich hasse Bomben. Das war gemein. Vor allem, der hat einfach mit einer Bombe meine kompletten HP. Ich war voll geheilt. Oh nein, ich hab keine. Ich hab keinen Ausdauer mehr, wollte ich sagen. Vielleicht ist das der Problem. Vielleicht ist das Problem, dass ich deswegen umgebracht wurde, weil es eben jetzt immer wärmer wird und deswegen werden die Bomben immer effektiver. Macht absolut Sinn. Alter, das war die Achillesferse. Das ist aber gemein. Ich hab keinen Bock mehr.
Ist denn mit dir? Hey, wirklich, du solltest mal einen Snickers essen. Hä? Hä, warte, jetzt wartet doch mal kurz, Mann. Wisst ihr eigentlich, wie schwer es ist, irgendwie Konzentration zu behalten, wenn man hier schwitzt? Nein, ich muss wenigstens meine Seelen. Wegen meine Seelen muss ich holen. Also ich weiß schon, was ich tue. Ja gut, wenn die PlayStation abstürzt, dann ist das halt, ne? Dann ist das halt ein Zeichen. Alter, jetzt ist da der Grafikbug. Alter. Je mehr ich sterbe, desto schlimmer wird die Welt, oder was? Ist das vielleicht ein Feature? Ist gar kein Grafikbug? Das kennt nur keiner, weil niemand so oft gestorben ist? Alter. Okay. Ja, ja, schon klar. Hab verstanden. Aber Leute. Also jetzt chillt aber wirklich mal. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so gehört. Aber es ist hübsch, individuell und so. Ja, ich bin hier draußen. Erstmal denke ich wieder an die. Ja, die soll ja innen sein. Hey, ich dachte, du bist tot! Das war natürlich total geplant und ich wollte gar nicht mein Rapier? Sprich mal das jetzt Französisch oder Deutsch aus? Okay, einmal noch konzentrieren und die Sachen holen. Einmal noch konzentrieren. Einfach nur die Sachen holen. Mehr will ich ja gar nicht. Sag mal, bist du dumm? Du hast ihn doch anvisiert. Warum schießt du denn nach da? Weil er den nervt. Die ist ja so dumm. Ey, von wo? Ich war schon bei 26 Grad raus. Also, ich hatte eigentlich 28, deswegen... Ich weiß gar nicht, wann ich 26 irgendwann jemals hatte. Oh Gott, ich dachte schon wieder, ich habe das schon längst wieder gewechselt. Nein! Oh, die Steuerung ist halt echt... Die ist so verzögert. Hallo? Nimm eine Bombe in die Hand und ich mache aus deinem Kopf eine Bombe. Glaub mir. Was war hier nochmal? Genau der.
Also bei mir war es gar nicht so warm tatsächlich. Aber dadurch, dass das Dachgeschoss und mein PC eine Heizung ist und Fenster zu und so, ist halt wieder bei 30,7 Grad. Also es ist bestimmt total kalt draußen. Also ernsthaft jetzt. Gut. Den haben wir. Das heißt, wir nehmen noch den da hinten. Oh Gott, ich vergesse den. Ja, klar. Hä, kannst du... Mann, jetzt visier doch mal automatisch an. Ich habe keinen Bock, jedes Mal wieder anzuvisieren. Mann, du sollst wissen, was ich will. Also bei mir wären es irgendwie 28 oder so, das geht. Nein! Oh, das war knapp. Hä, der kann auch. Hi! Oh, dann heile ich aber auch nochmal. Ich glaube, ich will nicht mehr. Das hat heute, ich glaube, das hat, also, ich hänge jetzt an der Stelle, wo ich davor einfach durchgelaufen bin. Ich glaube, egal wie oft ich es versuchen werde, es wird einfach nicht besser werden. Weil, also wenn es jetzt ein neues Ding wäre, wo ich sterben würde, okay, dann würde ich sagen, okay, ich bin einfach nicht gut genug dafür. Bei dem, wo ich ja schon durch war. Dass ich da jetzt immer sterbe, ist eher so... Alter. Oh mein Gott, hört ihr... Alter, hört ihr das Gewitter? Oh mein Gott. Alter, meine Fenster sind zu. Und es aktiviert einfach das Mikrofon.